Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner hier ist der Marc Hagenbeck, Dachchen. Mentalist und Gedankenleser. I read your minds. Ja, der geht hier auf die große Showbühne und macht hier den ganzen Leute scheckig, ne? So ähnlich. Ja, teilweise. Ja, genau. Und heute bei Schoki Banoki und wir haben heute den 12. Juni und am 12. Juni Geburtstag hat... Nora Tschirner. Nora Tschirner. Nora Tschirner. Ist ja auch eine lustige, ne? Kein Ohrhasen, zwei Ohrküken. Ja. Grandios mit Til Schweiger zusammen. Aber findste? Auch. Ja, fand ich schon gut, aber wo sie mir viel besser zwei gefallen hat. Zwei Ohrküken fand ich ja mal so richtig scheiße. Aber wo sie mir am besten gefallen hat, das war in diesem Tatort. Ja, Tatort mit dem Ulmen. Mit ihrem Mann quasi zusammen. Nee, Christian zusammen, Ulmen. Ne? Genau, ja. Sind die in Wirklichkeit zusammen? Ja, die sind, glaube ich, zusammen. Nee, in dem Film sind sie zusammen. Sind die in echt auch zusammen? Nee. Ist Nora Tschirner mit Christian Ulmen zusammen? Könnt ihr schreibt uns das mal sagen? In die Kommentare rein. Ja? Also ich meine schon. Ich meine, die werden... Die sind in dem Film, in den Tatort warte mal, oder ist der nicht mit... Nee, warte mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich merke gerade, jedenfalls trotzdem gut. Trotzdem gut. Das war gut. Ja. War gut. Ja, war halt kein Tatort. So, ja. Es war halt mehr so lustige Sache. Aber war ein guter Film. Ja. Ja. Haben die in Österreich eigentlich auch Tatort? Zeigen die da auch Tatort? Warum in Österreich? Um die perfekte Überleitung hinzubekommen. Achso, in Österreich, warte mal. Ja, also in Österreich, achso, ja, bestimmt. Österreich. Ja, es gibt ja den Schweizer Tatort, es gibt bestimmt einen österreichischen Tatort. Und 1994, am 12. Juni, da hat in einem Referendum Österreich dazu zugestimmt, der EU beizutreten. Ah. Ja, genau. Also die Leute wurden gefragt in einem Referendum. Und wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und die haben sich dafür entschieden, 1994. Zacki, da war's. Gratuliere. Da war es geschehen und ja, das war, ach komm. Ja. Am 12. Juni ist was auch noch? In Amerika ist am 12. Juni, man weiß nicht, wer es erfunden hat, ja, welcher Schwachkopf, aber es ist Tag der Roten Rosen. Tag der Roten Rosen. Leute, habt ihr nichts dazugelernt? Wir haben diesen Valentinstag schon, wir haben Muttertag, wir haben diese ganzen Terrortage, die uns nur belasten und stressen und ihr erfindet noch den Tag der Roten Rosen. Ich frage mich, was kommt als nächstes? Der Wein muss atmen wahrscheinlich. Der Wein muss atmen, ja. Tag? Der Wein muss atmen, Tag. Oder wir gehen spazieren, Woche. Ja. Wie wär's denn mal damit? Oder wir drehen die Unterhose auf links, Tag. Zum Beispiel. Ja, nach 4 Tagen. Nach 4 Tagen. Bleiben doch immer noch 3 Unterhosen für den Rest des Jahres übrig. Ja, von braun auf gelb. Von braun auf gelb. Biene Maya. Ja, genau. Aber am 12. Juni wurde 1991 auch Boris Jelzin zum Präsidenten von Russland gewählt. Und er wurde direkt vom Volk gewählt und hat 55% der Stimmen bekommen. Ja. Ja, das war Boris Jelzin, nach ihm auch benannt, ein Wodka. Und das diesen Wodka scheint er auch sehr, sehr häufig zu sich genommen zu haben. Ja. Wobei, Gorbatschow ist ja auch ein Wodka, aber der Michail hat nicht so oft den getrunken, würde ich sagen. Wenn überhaupt mal. Ja. Ja, genau. Boris Jelzin. Boris Jelzin. Nora Tschirner. Nora Tschirner. Tag der Rosen. Tag der Roten. Und Österreich kommt in die EU. Das waren die 4 Fakten, die wir heute hier rausgehauen haben, die zum 12. Juni passen. Und wir sehen uns morgen wieder am 13. Juni. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Tschüssi.